Okay, also die Server sind richtig hart am Kämpfen, habe ich das Gefühl. Das ist richtig hardcore. Okay, die lassen sich nicht ziehen. Aber jetzt hat man eingekesselt. Der lohnt sich aber. Der hat jetzt mal Geld dabei gehabt. So. Feuerblitz, nee. Werden nachher wahrscheinlich immer gucken müssen, wenn wir dann Akt 3 fertig haben, ob wir irgendwie erstmal ein paar Gear Runs machen, um eine Grundausstattung zusammenzukriegen und uns dann nach und nach hocharbeiten. Aber das können wir ja Step by Step dann alles schön entspannt machen. Knochenkammer. So, hier ist wieder Ausgang. Naja, wirklich gelohnt hat sich die Höhle jetzt nicht. Schießt ihr die ganze Zeit? Da steht schon lange nichts mehr. Manchmal. Oh, nächste Höhle. Tötet den Lord, ja. Tötet den Lord Feuerblut Alpha Swirr. Hört, tun wir. One-Shot! Der hat uns One-Shot über den Haufen getreten! Was ist das denn? Elementares Schild erfüllt vom Physischen. Aha. Alter, was war das denn eben? Schurkeschläger, nehmen wir da das, was Geld bringt. Die Sau, ey. Einfach durch uns durchgerannt. Also bei Treffern mit X, ja. Ja, die Tooltips, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Das ist leider schwer zu lesen. Mittleren dran kommen wir schon. Das ist ein weißer Helm statt so ein. Oh, ich voller da. Da bist du ja immer ein Farbenblind mit dem Gelb und Weiß und mit den Untergründern. Bin dann froh, dass wir wenigstens Unix aufleuchten. Das wäre ja sonst gar nicht mehr überschaubar. How do you break a pact anyway? I've no clue. But if anyone can succeed, it would be him. We have to be hopeful.
So, blaue Kiste. Die Überwürfel rollen jetzt so langsam alle raus. Auf den letzten Boss bin ich mal gespannt, ob wir den geknackt kriegen. Ich habe ja bei Ambach schon Schwierigkeiten gehabt. Also was heißt Schwierigkeiten? Das zweite Mal war es echt sauknapp, aber hat uns halt doch dreimal umgetreten. Aber der dritte Boss jetzt, das wird... I need more power. Das wird wehtun. Wir haben jetzt das ganze Spiel bisher auf normal durchgespielt. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, für den Boss extra auf leicht umzustellen. Wir probieren mal, wie wir weit wir kommen. Wenn er uns jetzt halt fünfmal umdreht, dann ja, machen wir für den einen Fight halt eben die Schwierigkeit runter, wenn es gar nicht anders geht. Wir gucken mal. Mal schauen mal, wie es klappt. So. Nix. Die Ablenkung. Daybreakers! Remember what we fight for. One with the light! One with the light! The diversion has started. We should hurry. They're counting on us to open the main gate. Reise durch die republikanische Linie. Aber mal schauen. Wie wir denn so durchkommen. Teleporter. Ganz praktisch. Schlachtfeld-Aussichtspunkt. Gut. Da machen wir mal eben schnell leer. Hello there, friend. Please, browse my wares. Tipp, 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 tipp. Zack. Dann Skill noch kurz einlesen. So. Den Parasiten. Für Bossfight. Feel free to look around, though. Ja, bin ich ja gerade bei. Da. Was haben wir jetzt gesagt? Wie hoch muss der sein? Zip. Vernichtung. Nicht Parasit, Vernichtung. 29. Brauchen wir mal ein Minimum. Das kostet halt immer mehr Essenz, je höher man den kloppt. Aber die können wir später auch grinden. So. Damit ist der auf 27. You're leaving? Okay, great. Bye then. Ach nee, 29, Quatsch. Zack, zack. So, jetzt aber. Die Vernichtung. So. Konvertiert Äther in Giftschaden. 303, immerhin. Aber das pulsiert ja auch durch. Und mit jedem Giftstapel, den wir drauf, durchs Casten draufsetzen können. Beziehungsweise, nee, die Stapel kriegen wir ja nur, wenn sie sterben, ne? Nee, für eine Vergiftungschance, ja genau. So, wenn der 10 Stapel drauf hat, machen wir jetzt schon mal 1000 Schaden mit Gift. Genau, wenn der Stapel tickt. So, plus den Strahl da noch, plus die... Ja. Plus die Pets, die da noch mit drauf kloppen. Ja. Da kann man auf jeden Fall was mit anstellen. Wieder Schaden mit der Zeit erhöht, genau, und dann haben wir hier Giftschaden. Wunderprächtig, dann haben wir das Ding auch schon stehen. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas total underleveltes gerade?
Linke Handschuh. Handschuhe, da, für Jordan. Okkult, nee, das ist der falsche. Was hätte er noch? Nee. Okay, lassen wir die kurz an. So. Dann klopfen wir uns mal übers Schlachtfeld. Das sieht schon mega geil aus. Jetzt einfach so von hier oben reinjumpen. Das hätte jetzt was. So, kleine Sidehöhle noch. Wenn er lädt. Ja. P. Vincentus. Ah, in dem können wir dann gleich mal den Strahl ausprobieren. Wie der vom Damage her funktioniert. So. Erstmal hier lang. Die fällt ja bloß um hier. Warum schreit mir der Große, aber ständig im Dreck liegen? Naja. So. That's not happening. So. Zack. Oh. 20% Materialschaden. Ja, nehmen wir. Auch wenn es für ein Schurken ist. Das nehmen wir. Gut, das ist halt der Vorteil an diesen Hybrid-Bildmöglichkeiten, dass du halt auch Gear von anderen Klassen anziehen kannst. So, Level 37. Ich glaube eh fast, dass wir mehr Gear von anderen Klassen dann. Also, jetzt hier so Schurke, Schläger und Kram nachher anhaben werden, weil. Wir kriegen ja hier so dermaßen auf die Schnauze, das ist ja. Ich denke, wir tun es uns damit ein bisschen einfacher dann. Und halt doch etwas stabileres Gear anhaben. So, wir müssen. Tja, welche Richtung jetzt? Das ist eine große Hügel jetzt diesmal sogar.
Ja, okay, hier ist eine Sackgasse. Gut. Hier regnet's Knochen runter. Sehr schön. Okay, ist wohl so ein bisschen der Mülleimer hier, oder wie? Halt mit blauen, auch gut. So. Okay, dann gucken wir mal kurz, was hätten wir da? Schaden über seine teilkritischen Schaden aus. Statuseffekt Widerstand. Da wollten wir noch hin, genau, dass wir die Stacks noch höher kriegen. Dann natürlich die Frage. Also wir hatten doch schon 10 Stacks die ganze Zeit. Jedes Effektstapels, die du einem einzelnen Ziel zufügen kannst. Maximal wieder ein Stapeln. Okay. Das heißt, ja, 1500 Giftschaden schon. Wenn der hochgestackt ist. Ja, doch, das gefällt mir. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. So. Bonusmaterial. Schaden sieht man nicht insgesamt, ne? Wie viel wir jetzt da insgesamt drauf geknallt haben. Das wäre mal noch interessant zu wissen. Wie viel Prozent wir da jetzt alles zusammen drauf geschmissen haben. Naja, ja, gut. Also halt hier. Okay, so. Aber ja, ist ganz schön runtergekracht inzwischen. Gut, wir haben auch nicht mehr so viel Gear jetzt an mit Crit. Gesamtwert Crit Treffer Chance. Nee. Zieht Gegner mehrmals an. Wäre natürlich interessant. Der ist ja eigentlich nur zum Zusammenziehen. Erhöht den Schaden. Zieht Gegner mehrmals ran, das wäre eigentlich noch ganz interessant. Effektbereich, Gegner leiden Schaden, erhöht die Wirbeldauer. Ja, müssen wir noch warten, bis wir den nächsten Punkt kriegen. Aber dann würde ich das auf jeden Fall mit reinbauen, dass Gegner mehrfach gezogen werden können. So, dann wollen wir mal gucken. Vincentus. Ach ja, stimmt. CDR wollten wir auch mal noch gucken im Baum. In der Pforte des Schicksals, ob wir da irgendwann noch irgendwie noch was machen können mit. Mal gucken gerade mal eben. Können wir irgendwo hin und was Richtung CDR basteln? Materialschaden. Ach stimmt, wir können ja in alle Richtungen.